Feuer kommt aus, ja. Hört ihr auch schon die Amseln? Ja, Amseln. Schön. Ein Wald. Weißt du, siehst du einen Wald? Es kommt Pianomusik. Auf den Hürdenknoten gefallen, Piano. Hier, die läuft auch, guck mal, ich weiß zwar nicht wohin, aber wir gucken uns das mal alles an. Laura Sven, Vermisstenanzeige, okay. Eine Vermisstenanzeige für eine gewisse Vicky Price. So, die ist weg, 23 Jahre alt, letztes gesehen im August. Okay, wir haben August. Gibt es hier noch zu sehen? Kann ich hier ein bisschen reinzoomen? Hoch, vor, zurück, okay, jetzt. Oh. Vicky. Ist das ein Bedford-Blitz? Nein. Laura Sven. Mein guter Adrian, ich muss mich mal wieder um ihn kümmern. Na dann los. Reifenwechsel, Ölwechsel, alles. Wir gehen jetzt mal rein, ja? Hallo mein großer, lieber Metallfreund. Oh je. Okay. Keine Sorge, alter Freund. Dieser grimmige Sheriff verbietet das Wildcampen. Das ist ja richtig so. Kommen wir denn da hin? Aber ich liebe dich trotzdem. Jetzt wird es mir langsam ein bisschen so autophil. Mein guter alter Wenn, ich muss mich mal wieder, hast du schon erzählt. So, lass uns erkunden, bitte. Laura, fantastisch. Habe ich hier die Möglichkeit, mir die Steuerung anzugucken? Lautstärke, Grafik, da will ich nicht hin. Darstellungsqualität, Mittel. Ich möchte das nicht auf Mittel. Oh. Was? Vollbild IMI. Okay. Ist noch besoffen? Was? Achso, ich darf nicht so was sagen. Maggie? Entschuldigung. Maggie. Oh, hallo. Maggie, ein neues Gesicht. Haha, wir haben nicht viele Besucher diese Tage. Hat Maggie gesagt, ne? Wisst ihr Bescheid? Aber bitte sag Maggie. Okay, und warum sagt mir keiner, dass ich hier im Just Chatting bin? Ich bin gar nicht im Vollbildspiel. Meine Fresse. Maggie, vom Unfall berichten, den Unfall verschweigen. Ne, ich erzähle alles. Eigentlich bin ich letzte Nacht angekommen, sagte Laura. Laura, ich hatte einen Unfall auf dem Weg. Ich habe die Nacht im Polizeirevier verbracht, hat sie gemacht. Weiß ich. Maggie, im Polizeirevier? Du willst mir sagen, du hast ein Polizeirevier geschlafen? Also das ist kein guter Ort für eine erste Nacht in Lamprum-Brum-Krieg. Lamprum-Brum-Krieg. Komm, ich mache uns einen schönen Tee. Dann kannst du mir erzählen, was passiert ist. Hier lang. Ich habe leider keinen Kaffee. Die hat ja gar schon mal gefragt. Ich wette, du kommst aus der Hauptstadt und liebst Kaffee, aber ich bin alt und trinke Tee. Ich bin auch alt und trinke Kaffee. Ich trinke Tee. Trinke Kaffee. Ich muss gestehen, ich trinke hier eine Menge Kaffee. Genau. Räumen wir mal hier den Stall auf. Hier liegt der Hochbeetverpackung rum. Nur warte mal, was? Da kann ich jetzt nicht lesen. Entschuldigung. Ich könnte ja jetzt schon sagen, dass Laborumnum Creek. Okay. Es ist so schön, mal wieder einen Besucherin zu haben. Oh, das klingt ja gefährlich. Komm rein. Hat ein bisschen was von Sims. Was ist jetzt passiert? Bild kaputt. So, Tee. Ich habe Früchtetee, Minztee und grünen Jasmintee. Hm. Und Honigpilztee. Na, Pilztee klingt schon gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Da macht bestimmt auch Spaß. Nehmen wir mal Honigpilztee. Mal sehen, ob das eine Auswirkung hat aufs Game. Ich habe noch nie von Honigpilztee gehört.
Die mache ich selber sehr erfrischend mit einem gewissen Kick, sag ich nicht. Und wenn du Kick sagst, meinst du? Du weißt schon, den sollte man nicht trinken. Wenn man noch einen Kran fahren will, was? Ich nehme den, der macht bestimmt Spaß. Gut, ich wollte keine Herz-OP mehr durchführen, okay? Laura, nehmen wir den Euro. Mensch, macht man nicht so schnell, Maggie. Komm sofort, setz dich hin. Die Pilzart wächst nur in Laporumnum Creek. Was sagst du dazu? Finde ich toll. Oh, wow, yeah, ja. Maggie, sei nicht nervös. Ich mache ihn nicht zu stark. Du musst ja nicht gleich aus dem Fenster schweben. Das ist Reishi gestern Abend aus dem Fenster geschwebt. Stell dir vor, wie eine Lesebrille aufsetzen. Alles wird zack, einfach ein bisschen schärfer. Das ist der richtige Tee für mich, du. Ich soll mich setzen, hat sie gesagt. Der Tee ist fertig, setz dich hin, Liebes. Ja, wo denn? Ach, die geht von alleine, Entschuldigung. Maggie, ah, das ist gut. Also du bist eine Schriftstellerin. Irgendwas, das ich gelesen haben könnte? Hat die das schon erwähnt, dass sie Schriftstellerin ist? Ich denke, das ist eine Reporterin. Wäre die perfekte Umgebung für eine Romanze, findest du nicht auch? Ehrlich, ausweisend, deutlich. Ich bin nicht dieser Art Schriftstellerin. Nein, sicher entschuldige. Nein, es tut mir leid. Sie waren. Du warst so nett. Ich hatte heute Morgen einfach die schlimmsten Kopfschmerzen. Kenn ich noch einen? Ah, sagte sie wissend. Darüber würde ich mir keine Gedanken machen, meine Liebe. Neuer Besuch im Kurort braucht oft ein, zwei Tage, um mit den Schwingungen synchron zu werden. Weißt du Bescheid, Maschi? Ich bin neugierig. Schwingungen? Maggie, spürst du sie? Laura, vielleicht ist das nur der Pilztee, Maggie. Nun, ich weiß nicht, ob es die Höhe ist oder die Art, wie der Wind durch die Kiefern weht. Oh je, die trinken wirklich zu viel Tee, alle Bäder. Maggie, vielleicht sind es komische Strahlen. Was? Halt doch mal den Mund. Vielleicht sind es komische Strahlen. Ich kann es dir nicht sagen. Aber Lamprumprum, zu schnell. Und es macht gerade etwas mit dir. Du wirst dich schon bald besser fühlen. Ich kann es kaum abwarten. Hier muss ich gestehen, so ist Reishi gestern irr zum Schützenfest gegangen. Mit dieser Erwartung. Oh, jetzt kommt eine neue Figur dazu. Das kann man sagen, Laura. Maggie war sehr nett zu mir. Sie hat einen Bungalow hergerichtet und ich konnte mich etwas erholen. Johansen, ich kann nicht so schnell lesen. Am nächsten Tag habe ich ein wenig in Laprumnerum Krieg. Ach Menschenskinder, normal. Ich lese jetzt im Dorf. Oh, das ist aber schön. Kannst du reingehen ins Wasser, bitte? Nein. Schöne Afro-Tolle hat sie. Press Y für die Showmap. Okay. Wo gehen wir hin? Nationalpark. Okay. Kann ich hier irgendetwas auswählen? Nö. Das ist Norden, also da lang, nach hinten. Nee, dort ist Norden. Da, ich sag's euch. Das ist der Legend. Warte mal, hier könnte ich doch gerade was durchblättern. Nö, oder? Ich bin hier. Steht ja da. Roter Punkt und Maggie. Touristenspot. Picnic Area, Hotel, Camping Ground, Police Department, House, Farm. Okay. Okay. Nee, das ist nicht. Matze will ja wissen, wohin. Wir laufen einfach. Warte mal, hier war ein Zettel. Ich muss lesen. Ich
immer noch schön, Map. Du läufst hier dran vorbei, Hanne. Okay. Kann ich lesen. Kann die rennen? Ne, die hat die Ruhe weg. Ah, ja, so kann man zoomen, okay. Doch, die rennt. Wow. Sportlich. Latscht ja einfach in die Häuser rein. Küche. Maggie hat mich komplett ausgestattet. Ach, das ist ihr Bungalow. Okay. Ich verstehe. Den hat sie ja von Maggie gekriegt. Geile 70er-Jahre-Stühle. Fällt mir schon wieder. Also der Flowfänger unten auf dem Erdboden. Warum soll ich ihn schon wieder mal betrügen? Ich geh mal hoch. Und also alles angucken hier, wo ich bin. Oh, Wätschen. Oh, großer. Oh ne, das ist ein Fernseher. Fenster, schon wieder, das ist ein TV. Kann man da Dai-Dai machen? Ja. Ich hab doch schon gedrückt. Ich drück doch Y. Na dann. Okay. Fällt mir. Zu viele Stufen. Gehen wir auf den Campingplatz. Kommst du mit? Nämlich ein Komet. Oh, hier. Ne? Maggie. Wir haben eine Säule vorm Gesicht. Tut mir leid. Einen schönen Nachmittag, Sonnenschein. Konntest du dich etwas erholen? Ja. Viel besser, danke. Du hattest wohl recht mit der Eingewöhnungsphase. Oh, das ist doch kein Hund. Man braucht ein wenig, um sich an diesen Ort zu gewöhnen. Ich finde es chillisch dort. Du weißt schon, mit der Höhe, den geomagnetischen Resonanzen, all dem. Ich wusste, dass du schnell reinkommst. Okay. Tschüss. Dann gucken wir, ob wir hier Reiche finden im Gebüsch. Ich will doch zum Campingplatz. Okay. Wie schön sie läuft. Ganz elegant. Schwingt sie die Hüfte? Ne, hier komme ich ja wieder an mein Auto. Oh, das sieht ziemlich gut aus vor Verkehrsunfall. Ja, passt. Wir können ja mal in die Hütten alle gucken, ja. Ne? Was dann? Bestimmt beschlossen. Da ja, komme ich nicht hoch. Okay. Werbung für die Twitchies. Ja. Oha. Okay, hier werde ich überall nicht reinkommen. Warum soll ich jetzt hier zu pumpen? Wow, die muss das Wasser direkt aus dem See ziehen. Kann ich schon nicht sagen. Aber zum Gießen ist gut, ne? Ach gut.
Okay, da will ich ja hin. Hier alles rum. Okay. Kann ich nicht lesen, oder? Ja. Die verlassene Stadt. Okay. Geht jetzt ab hier. Die verlassene Stadt zum ersten Mal zu sehen, war irgendwie surreal. Okay. Die Sachen, die die Leute zurückgelassen hatten, standen einfach nur herum. Es war eine Geisterstadt. Uah. Die Menschen gerieten in Panik, als sie von dem Kometen hörten. Okay, jetzt kommen wir langsam zum Kern der Geschichte. Er konnte und wollte, hat die Sachen ausgepackt und ist sofort verschwunden, Laura. Das ist die Art Reaktion, die ich erwarten würde, wenn von Menschen, die in einer Stadt wohnen, die bald nur noch ein Krater ist. Weißt du Bescheid, Reiche? Bei der Obertlöst da unten. Aber wie Sie wissen, hat nicht jeder gleich reagiert. Ich weiß, oh ja, ich weiß. Warum haben die Leute die Häuser vernagelt, wenn sie sowieso geflohen sind? Ich hätte gedacht, eine Geisterstadt würde sich gruseliger anfühlen. Sehr schönes Wetter draußen, meine Gute. Sieht aus, als hätten sie hier schon ein paar hundert Menschen gelebt. Ja. Das war mal so ein schönes Örtchen hier. Schon schade. Warum haben die Leute die Häuser vernagelt? Okay, das war jetzt Replay. Das erinnert mich aber trotzdem an eine Feriendorf, wo ich mal früher war. Cool. Ich hätte gedacht, eine Geisterstadt wird sich... Das haben wir doch alles schon. Fahrrad, können wir fahren? Sieht aus wie die Gazelle, mit dem Papa jeden Tag zur Arbeit gefahren ist. Oh. Mhm. Okay, das verstehe ich. Das muss ich jetzt nicht jedes Mal A drücken. Eine Gießkanne. Aber kann man halt nicht rein gehen. Ist ja alles zugenagelt, ne? Jetzt mal haben wir nicht ins Fundbüro geschafft, sondern hier mit hergenommen. Jetzt aufbrechen können. Ist noch eine Gazelle. Überall diese Vermisstenanzeigen, ne? Hier ist was offen, oder? Ja. Was ist denn hier angebaut? Cannabis. Kann ich auch nicht rein. Nice. Hui. Wir müssen hier ein bisschen rumgucken. Warum haben die Leute die Häuser vernagelt, wenn sie... Das hab ich doch schön. Wo steht denn jetzt mein Wenn hier? Okay. So, wir müssen mal hier rumgucken. Komme ich hier wahrscheinlich weiter?
Schwitze. Ich sitze bloß. So reiche ich eben noch mal auf die Sprünge. Die Amseln trällern. So, stopp. Kann ich bestimmt rein. Cool. Okay, die Touristeninfo war geöffnet, aber es war niemand vor Ort. Hier muss Vicky Bruce. Vicky Bruce. Niemand war hinter der Rezeption. Hier muss Vicky Bruce gearbeitet haben. Keine Ahnung. Sie wird seit einer Weile vermisst. Ja, stehen ja überall Zettel rum. Querschnitt des Nationalparks. Wow, ich habe noch nie einen Nationalpark von innen gesehen. Okay. Das ist eine Menge Geologie. Wow. Großer Baumstumpf. Das erinnert mich an einen alten Film. An welchen? Eine hübsche blonde Frau zeigt auf die Ringe und sagt, irgendwo hier bin ich geboren worden. Und dann bin ich gestorben. Ach nee, und da bin ich dann. Wie hieß der denn nochmal, der Film? Wenn es stimmt, dass man anhand der Ringe das Alter eines Baumes bestimmen kann, ist dieser hier schon so richtig alt. Das Ding sieht richtig schwer aus. Wie schwer muss ja denn erst der ganze Baum sein? Das erinnert mich an einen alten Film. Okay. Eine hübsche, das haben wir doch schon. Nice, da ist. Überlege jetzt mal nicht so viel mit dem Film. Hat aber keine Levi's-Hosen an. Da ist noch ein Laden. Hallo, Laura. Eingang. Geht nicht auf.
Aber wenn die Stadt verlassen ist, was möchtest du da drinnen? Plündern? Hol dir lieber einen Eiswürfel. Geschlossen. Ja. Laura, da ist zu. Okay. Da ging es wohl nicht weiter. Okay. Map. Ende. Von Laura, vielleicht von hinten rein. Okay. Okay, Jump. Okay. Wir dürfen nicht. Naturgeräusche sind schön berüchtigt. Schön chillig. Hier ist die Info, hier waren wir gerade. Hier war doch noch was. Waschbecken unter Vermisstenanzeige. Hier unten waren wir, müssen mal jetzt hier hoch zu, weil Steinberg hieß das Nest, wo wir waren im Urlaub. Hatten wir auch solche Bungalows. Noch zu Ende, okay. So. Ja, geht nicht. Hier ist niemand. Okay. Er ist immer beim Sheriff. Ja. Okay. Hallo, Sheriff. Kellen, na ja, was wollen Sie? Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich Ihnen nur ein paar Fragen stellen würde? Wegen meines Artikels. Sie haben Nerven. Ich habe Ihnen doch bereits gesagt, wir brauchen hier niemanden, der rumschnüffelt und Unruhe in einem Ort, in unseren Ort bringt. Ich möchte nichts mit irgendwelchen Artikeln hören, mies. Am besten, Sie fahren zurück in die Hauptstadt und vergessen das hier. Alles einfach, Lara. Was denken Sie, warum alle trotz des Kometen hier bleiben? Jedenfalls nicht um meinen neugierigen Tourismus
Touristinnen belästigt zu werden, okay? Ein Dorf ist wirklich wunderschön. Und so soll es auch bleiben. Also lassen Sie Ihren Hippie-Wenn auf der Straße kein Wild campen, genau. Und der Müll wird schon entsorgt, genau. Können Sie mir über die Ausgangssperre erzählen? Okay. Das heißt, Notfallbefugnis heißt Notfallbefugnis, verdammt nochmal. Solange die Krise anhält, habe ich die Autorität darüber zu entscheiden, was in unserer Stadt notwendig ist. Kapiert? Klar. Verabschieden, ciao. Denke, ich habe mich fürs erste genug anschreien lassen. Rutschen. Gute Heimreise. Bocke nicht rum. Ein Polizisten. Er gesagt, er soll sein Hippie-Wenn nehmen und gehen. Komm, Herr Polizeiauto klauen. Oh, da ist die Hand. Da ist die böse Hand. Auffällige Skulptur. Na, dann erzähl uns mal was drüber. Die ist genau, okay, ja. Die steht überall hier rum. Mhm. Wer ist das? Hallo? Mr. Harris? Laura, hallo? Oh, grüße Sie. Schreibe einen, über die Artikel der Menschen, die hier über den Kometen, okay. Ah, Sternschnuppe. Als wäre die unser größtes Problem. Aber seien Sie herzlich willkommen. Interview. Hätten Sie Zeit für ein kurzes Interview? Ich habe hier leider noch am Haus zu tun. Und Mimi ist total beschäftigt mit ihren Skulpturen. Da lässt man sie ja besser in Frieden. Harris, Sie wissen ja, Laura, ich schade, Mann. Aber ich fahre morgen früh raus, also okay, da fahr angeln. Mein Guter, ist in Ordnung. Das klingt super, abgemacht. Was meinen Sie, die Stadt hat größere Probleme als die endgültige Auslöschung? Ist ein seltsames Örtchen. Das haben doch sicher schon bemerkt, Patze. Haben Sie von Vicky gehört? Das arme Mädchen ist spurlos im Wald verschwunden. Ach ja, die gab's ja auch noch. Die Leute sprechen von einem Ungeheuer in den Wäldern. Oh. Wir wissen nicht mal, ob der Meteor überhaupt einschlagen wird. Er könnte in der Atmosphäre verglühen, bevor er die Erde trifft. Oder den See. Ich würde sagen, dieser Steinbrocken am Himmel ist unsere geringste Sorge. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber ist Mimi Ihre Partnerin? Ha, ja, sie ist meine Frau. Keine Sorge, du bist nicht die Erste, die fragt. Sie ist ein klein wenig jünger. Und sie arbeiten gemeinsam im Haus. Nun ja, wenn sie es einrichten kann. Ich meine, wenn sie an ihren Skulpturen arbeiten muss, muss sie an ihren Skulpturen arbeiten. Genau. Haben Sie denn, jetzt bald McDonald's gelesen? Oh je. Hey, hey, oh ja, Vicky. Sie ist im Wald verschwunden. Jetzt verstehe ich nicht. Ach so, ja. Da reden die Leute hier nicht gern drüber, okay? Aber Vicky war total besessen davon. Mhm. Den Squatch. Sie hat Touren für die Touristen angeboten. Ah, das war das. Okay, ja. Ich komme schon wieder nicht nach. Glauben Sie an den Sasquatch? Ich glaube an Lapham Creek. Gibt es mehr, als man sich vorstellen kann? Mehr weiß ich auch nicht. Ich freue mich schon auf den Angelausflug. Ich auch. Ich gehe sonst immer mit Forster. Aber der sagte, er kann morgen nicht. Harris, kennen Sie Forster? Forster? Forster Lowell. Er betreibt den Laden unten in der Stadt aber zu. Und gut, du ruder Mann. Aber ihm lasse ich also in Westenstadt kommen. Wir sind seit Jahren gut befreundet. Hey, vielleicht hat er ja heute Abend noch zur Zeit. Oh, na, was soll denn das? Er wohnt oben am Konfig. Oh, das geht mir jetzt so schnell. Renovieren, sieht das Haus ganz alleine. Ja, es ist viel zu tun. Manchmal habe ich das Gefühl, gar nicht voranzukommen. Aber ich muss
es für eine ganze Harris-Sippe hinbekomme. Also muss ich daran bleiben. Lara, wen sagen Sie das? Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich lösche einfach ins Haus rein. Okay, das sind noch OCB-Platten. Ein guter alter Krieg von beiden ist unschlagbar. Finde ich toll. Okay, kann ich auch. Welche Stufe? Pardons. Ist schon nice. Na, hier ist er. Melli. Guten Tag. Jetzt muss ich mal gucken, wer mich hier nervt auf Discord. Oh, das. Genau. Bitte schön, Markus. Machen wir doch gerne schnell noch ein Gameplay auf. So, weiter geht's. Vorstellen. Lara, mein Name ist Lara Tanner. Ich schreibe einen Artikel über den Ort. Über die Leute hier und über den Kometen. Mimi. Oh, Sie schreiben, das ist super. Ich mache auch Kunst, wissen Sie? Lara lacht. Haha, nun, ich bin keine Schriftstellerin, mehr eine Journalistin. Das ist auch eine Form von Kunst, meine Gute. Das stimmt. Mimi, verkaufen Sie nicht unter Wert. Mhm. Mach ihn doch super. Hätten Sie vielleicht Zeit, mir ein paar Fragen zu beantworten? Oh, ich würde gerne, aber ich bin leider etwas im Stress. Wir waren gerade noch bei Förster im Laden und haben uns total verquatscht. Da hört er doch zu. Ach so, Mimi ist das. Jetzt bin ich spät dran und alles ist durcheinander. Kommt der Talk durcheinander, kommt es durcheinander. Furchtbar. Mhm. Ich will die Skulptur noch heute fertig bekommen. Raymond. Bad Ray am Haus ganz allein. So ist es. Ich helfe aus, wenn ich gerade mit der Arbeit beschäftigt bin. Das ist beeindruckend. Ja, er ist wirklich fleißig. Er sagt, das Haus sei ein großes Projekt. Aber das darf man ihm nicht sagen. Sonst wird er wieder traurig. Laura, er scheint wirklich ein zuverlässiger Mann zu sein. Hundertprozentig, ich kann mich glücklich schätzen, ihn zu haben. Lara, was hat es mit dieser Skulptur auf sich? Mimi, oh, sie ist mein Markenzeichen. Wie gefällt es Ihnen? Freundlich? Sieht sehr detailreich aus. Faszinierend. Was empfinden Sie, wenn Sie die Skulptur betrachten? Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Sie hat eine ganz besondere Wirkung auf viele Menschen. Was denken Sie? Erinnert mich an Lady Macbeth. Fortverdammt, was? Fortverdammt, doch, nein, es war zu schnell. Fantastisch. Gewalt, Schuld, ich liebe das. Aber ja, das ist definitiv einer der Punkte, die ich vermitteln wollte. Haben Sie noch andere Gedanken? Wenn ich mir die Sammlung anschaue, wirkt sie ein wenig respektiv auf mich. Meinst du? Jedes Mal, wenn ich eine schnitze, verfeinere ich das Design. Ja, genau. Sie sind alle unterschiedlich.
Eines Tages werde ich es perfekt hinbekommen und dann werde ich aufhören. Lara, geht's wieder. Ich muss mal wieder los. Und ich dringend an die Arbeit. Jawohl. Machen Sie es gut. Tschüssi. Mal wieder rumgucken. Schönes Boot, sieht aus, als wäre es nicht undicht. Da können wir fahren. Langsam wurde es besser. Ich habe vergessen es vorlesen. Maggie meinte, der anfängliche Schmerzen waren nur eine Eingewöhnungsphase. Ich war nicht ganz sicher, was sie damit meinte. Ja, das war die alte Frau am Anfang. In das Interview, was haben Sie sich erhofft, Laura? Einsicht. Ich war gespannt auf jede und jenen Einzelnen. Ich wollte der Sache auf den Grund gehen. Warum wollten so viele Menschen hier bleiben, obwohl es ihnen sicheren Tod bedeutet? Ihren sicheren Tod bedeutet. Ich verstehe. Da hatte ich noch keine Ahnung, was alles noch auf mich zukommen sollte. Entschuldigen Sie? Ja. Wir verkaufen nichts. Ich möchte mich mit Ihnen unterhalten. Ich bin Schriftstellerin. Nee, Journalistin. Bücher kaufen wir auch nicht. Mein Name ist Laura Turner. Ich. Hat zu tun, der Mann. Sagen Sie, Moment mal, Sie. Ist alles in Ordnung, Mr. Lowell? Nein, nichts ist in Ordnung. Sie hätten nicht kommen sollen. Der Himmel wird schon rot. Ich weiß, was Sie meinen. Der Komet ist der Grund, warum ich hier bin. Laura, können wir reden? Oh. Folgen Sie mir.
Ups. Sie wollten mich was fragen. Was können Sie mir über den Kometen sagen? Da können Sie mir vermutlich mehr drüber sagen, als ich Ihnen. Da ist nur ein Stern, der fällt. Vielleicht fallen Sie alle. Sie denken, der Himmel fällt uns auf den Kopf? Na klar, soll Ihnen einen Schirm leihen? Soll ich Ihnen also... Erstmal nicht, danke, war Ironie. Also Sie bleiben hier und, genau, was soll ich sonst, wo soll ich sonst hin? Die Leute hier. Nun, wie sind die Leute hier so? Die sind gut drauf. Aber sind sie, sie wissen, oh, ich verstehe, nein, sie sind schon in Ordnung. Die Leute hier sind komisch drauf, aber sicherlich keine Rassisten. Haben Sie Familie, zu der Sie könnten? Nö, das könnte ich nicht. Nicht nachdem die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, nach Sarahs Tod. Okay. Nein, böses Blut. Meinten Sie, als Sie sagten, böses Blut? Nichts, vergessen Sie's. Ich will mir nur ein Bild machen, wie... Oh, alles klar. War schon wieder zu schnell. Entschuldigung. Ich schlafe sehr schlecht. Albträume, wissen Sie? Können wir das Thema wechseln? Ich schlafe auch nicht so gut. Schwingungen. So. Hm. Aha, genau. Ja, da haben wir eine Menge von ihr. Wenn's nach Maggie geht. Wenn ich die Schwingungen nicht kriege, dann die Moskitos. Nee, Maggie ist eine Liebe, aber sie hat keine Ahnung, was hier passiert. Was ist los? Was passiert denn hier, Mr. Lowell? Sie haben doch was auf dem Herzen. Mein Herz? Wenn Sie wüssten. Es fühlt sich an, als würde dieser Ort mich auseinanderreißen. Diese Träume. Erzählen Sie mir von Ihren Träumen. Ich sehe Dinge meistens nachts. Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, aber es redet niemand darum. Was sehen Sie? Au! Ich kann nicht, halt, das war jetzt alles zu schnell. Sorry. Hat nicht viel geholfen. Manche Dinge sind schwer in Worte zu fassen. Machen. Können Sie mir bitte Ihre Träume beschreiben? Neugierig. Warte mal, ich muss mal schnell Discord beantworten. Alles gut. Oh, habe ich die Hälfte nicht gelesen. Habe ich auch hier schon gesehen, okay. Ich habe es vor einer Woche lang nicht angerührt gemacht. Mr. Lowell. Danke für deine Follow und willkommen Window of Color Freude Freude Freude. Ich hab doch gesagt, ich will nicht darüber reden. Danke für dein Follow, Wintercolor. Okay, okay. Herumlaufen und die Verrückten durchgetreten befragen. Eine lustige Geschichte aufschreiben, damit die Leute in der Hauptstadt darüber lachen können. Ehrlich? Ich hab schon ein paar Verrückte befragt, Mr. Lobe. Ich erkenne einen durchgetreten, wenn ich ihn sehe. Ich weiß, dass sie nicht verrückt sind. Ich denke, sie haben Angst.
Ich weiß bloß nicht, wovor. Und ob ich Angst habe, wie ein eingesperrtes Tier, sitze ich hier gerade. Sie sollten gehen. Lara, was? Ja, verziehen Sie sich endlich. Okay, 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 ich gehe ja schon. Denken Sie um was? Uns nicht helfen, Mr. Thomas. Sie können uns nicht helfen. Hm? Und in der Nacht daraufhin ist es passiert. Maggie ist dabei. Das hat er sich wohl gesprengt mit seinem Haus.